Herzlich willkommen zu Frag selbst, unserem interaktiven Format auf den Social-Kanälen der Tagesschau. Hier könnt ihr eure Fragen stellen. Es sind schon eine Menge Fragen gekommen. Ihr könnt aber auch noch während des Streams natürlich weiter fragen. Und eure Fragen gehen an Janine Wissler, die Parteivorsitzende der Linken. Herzlich willkommen, Frau Wissler. Vielen Dank, Frau Wissler. Viele Fragen, dann legen wir direkt los und versuchen auch möglichst viele Fragen dranzunehmen. Als erstes fragt Luis. Frau Wissler, sind Sie froh, dass Sie im Moment keine Regierungsverantwortung tragen müssen? Also ich wüsste zumindest eine ganze Menge Dinge, die man anders machen müsste. Und angesichts der Dringlichkeit der Probleme, also die soziale Krise, aber auch die Klimakrise, die sich immer weiter zuspitzt, würde ich schon gerne Dinge verändern. Ich bin ja nicht politisch aktiv geworden, um nur zu reden, sondern natürlich möchte ich etwas verändern. Aber zugegeben, es wäre gerade nicht so ganz einfach, mit welchem Partner wir das machen. Wurzelspitze sagt, ist die Linkspartei noch zeitgemäß? Alle ihre Hauptthemen werden mittlerweile von anderen Parteien abgedeckt. Ach ja? Das ist mir noch gar nicht bewusst gewesen. Also zumindest kann ich nicht feststellen, dass das große Thema der Umverteilung für mehr soziale Gerechtigkeit von anderen Parteien ernsthaft verfolgt wird. Also zum Beispiel die Wiedererhebung der Vermögensteuer für sehr, sehr hohe Einkommen oder auch die Frage von einer Übergewinnsteuer zum Beispiel. Also das hat die Ampel vielleicht mal in den Mund genommen, aber umgesetzt hat sie es nicht. Und deshalb gerade diese Frage der Umverteilung, würde ich sagen, ist doch bei der Linken schon beheimatet. Shadia fragt, wie wichtig wäre eine starke Linke in Zeiten von einem massiven Rechtsruck und warum hat die Linke derzeit trotzdem so schlechte Wahlergebnisse? Es wäre wichtig, eine Linke zu haben, die auch linke Alternativen aufzeigt, gerade angesichts des Erstarkens von rechten Kräften, nicht nur in Deutschland, in ganz Europa, auch weltweit. Dafür brauchen wir eine starke Linke und wir müssen alles dafür tun, dass wir linke Antworten geben auf die Probleme unserer Zeit und dieser Unmut nicht nach rechts geht. Genau dahin geht jetzt die Frage von Ronald Dampf. Der fragt nämlich, Frau Wissler, warum schaffen Sie es nicht, als Opposition wahrgenommen zu werden und überlassen das Feld komplett der AfD? Ja, ich denke, es gibt drei Probleme. Das eine ist eine sehr starke, zu starke Beschäftigung mit uns selber und eine gewisse Zerstrittenheit. Das zweite ist, was daraus resultiert, ein nicht so klares Profil. Und das dritte ist die Frage der Präsenz. An allen drei Sachen wollen wir arbeiten, das heißt innerparteiliche Konflikte klären, klares Profil, wieder mehr Präsenz zeigen und auch deutlich machen, wir haben Alternativen zur Politik der Ampel. Also nach dem Sommer oder jetzt ab dem Sommer wird durchgestartet. Naja, also ganz ehrlich, wir wissen natürlich auch, dass man Vertrauen, das man verloren hat, auch nicht innerhalb von drei Wochen zurückgewinnt. Also von daher stellen wir uns schon darauf ein, dass das jetzt kein Kurzstreckenlauf wird, sondern wir schon einen langen Atem brauchen, auch um die Linke wieder erfolgreich zu machen. Aber wir wollen alles dafür tun und haben ja auch einen Plan uns zurechtgelegt, wie wollen wir bis 2025 hier aus der Krise wieder rauskommen, mehr Mitglieder gewinnen und die Linke wieder wirklich als sozialistische Gerechtigkeitspartei erkennbar machen. Aykün Sahan schreibt uns, ich als Mitglied der Linken aus Wiesbaden frage Sie nach den vielen desolaten Landtagswahlen und Kommunalwahlen und der Bundestagswahl 2021, wo Sie Spitzenkandidatin für die Linke waren, würden Sie, falls die Linke in Hessen, Ihrem Bundesland, die 5%-Hürde verfehlt, Verantwortung übernehmen und zurücktreten? Ich bin dieses Mal nicht Kandidatin in Hessen. Ich bin viermal in Hessen angetreten. Die Linke ist viermal in den Landtag eingezogen. Ich bin zuversichtlich, dass wir das im Oktober auch schaffen. Und die letzten Landtagswahlen in Bremen und Berlin waren erfolgreich für die Linke. Da haben wir uns stabilisiert. Also von daher, finde ich, müssen wir die politischen Probleme analysieren. Und das werden wir tun. Aber erstmal werden wir jetzt natürlich darum kämpfen und alles nach Hessen mobilisieren, damit wir dort auch natürlich wieder in den Landtag einziehen. Ich frage jetzt mal selber noch mal kurz dazwischen, und zwar genau andersrum. Mit Ihnen war die Linke in Hessen erfolgreich. Ohne Sie jetzt liegt die bei 3% in den neuesten Umfragen. Hätten Sie nicht auch sagen müssen, ich werde trotzdem noch mal Spitzenkandidatin und verleihe der Partei den Schwung? Ich meine, die Innenministerin macht ja auch beide Jobs.
Das wäre für mich nicht in Frage gekommen. Also wenn ich gesagt hätte, ich trete in Hessen an, dann mit allen Konsequenzen. Ich finde, ein Problem in einem Land anzutreten und dann zu sagen, man kämpft für ein gutes Wahlergebnis und wenn man das dann hat, dann bleibt man trotzdem in Berlin. Das finde ich sehr schwierig. Ich will aber auch sagen, dass die Landtagswahlen in Hessen, ja, ich stand vorne als Spitzenkandidatin, aber das war immer ein Teamerfolg. Wir haben dort einen sehr gut aufgestellten Landesverband, der sehr stark verankert ist, kommunalpolitisch in den Gewerkschaften, in den Bewegungen. Und ich werde natürlich alles tun, den Wahlkampf in Hessen zu unterstützen. Aber wir haben dort mit Lise Kuhler und Jan Schalauske zwei tolle Spitzenkandidatinnen und vor allem eben ganz viele Aktive. Matter to Complex fragt uns, wenn die CDU und Wagenknecht die Grünen als politischen Hauptfeind sehen, wer ist es aus Ihrer Sicht? Ja, der politische Hauptfeind, der kommt immer von rechts für mich. Ne? Also natürlich ist das die AfD, natürlich sind das faschistische Bewegungen. Das ist natürlich das Gefährlichste, was wir haben. Aber natürlich muss man auch über die Rolle einer Ampelregierung sprechen, die in Teilen eben auch den Boden bereitet, indem sie soziale Fragen hinten anstellt, indem sie aber auch, wie gerade bei der Verschärfung des Asylrechts, auch durchaus rechte Forderungen in praktische Politik übersetzt. Also auch darüber muss man reden. Und auch über einen CDU-Parteivorsitzenden, der regelmäßig rechts blinkt und damit die AfD stark macht. Aber die ganz große Gefahr, das haben wir ja aus der Geschichte gelernt, die geht natürlich von rechts aus. Nino Weiland fragt stellvertretend für wirklich viele Fragen, die wir deshalb nicht alle reinnehmen, sondern jetzt Nino Weiland das mal fragen lassen. Wo ist das SED-Vermögen? Das SED-Vermögen, das ist durch die Treuhand also das ist ja durch die Treuhand abgewickelt worden. Thomas Meyer sagt. Also ich kann nur sagen, wir sind definitiv keine reiche Partei. Wir sind die einzige Partei, die keine Unternehmensspenden will und bekommt. Also es ist nicht so, dass wir hier ein verstecktes Vermögen hätten, sondern das ist nach 1990, nach der Wiedervereinigung, natürlich auch durch die Treuhand dann abgewickelt worden. Der linke Bundestagsabgeordnete André Hahn, der im parlamentarischen Kontrollgremium deutsche Nachrichtendienste kontrolliert und brisante Staatsgeheimnisse erfährt, weiß seit 10 Jahren, dass seine Sekretärin bei der Stasi war. Sehen Sie darin ein Problem? Also ich kenne den Fall so genau jetzt nicht, aber ich bin der Meinung, André Hahn hat ja öffentlich gesagt, dass erstens sie überhaupt keinen Zugang hat zu diesen Geheimakten und zweitens finde ich auch, dass man solche Geschichten auch individuell beurteilen muss und es ist ein Unterschied, in welchem Alter hat das jemand gemacht, wie lange, was hat jemand getan, das kann ich in diesem Einzelfall nicht beurteilen, aber ich finde nicht, dass man sagen sollte, dass das für den Rest des Lebens dann eben ja, für alles ausschließt, wenn das Menschen sind, die Fehler auch einsehen, die das offen einräumen. Und dass sie es gegenüber ihrem Arbeitgeber offen eingeräumt hat, zeigt ja, dass es da eine Transparenz gab. Nur um es nochmal zu übersetzen, es geht ja darum, um die Sorge, dass das ein Einfalltor werden könnte für russische oder andere ausländische Geheimdienste an sehr sensible Informationen zu kommen. Das halte ich für etwas absurd, weil es geht um einen Staat, den es überhaupt nicht mehr gibt. Und seit über 30 Jahren. Wir haben sehr viele Fragen zu Sarah Wagenknecht. Recht und Ungehalten, so heißt der Mensch, der User, fragt, warum ist Sarah Wagenknecht noch Mitglied der Partei? Und gleichzeitig fragt Peter Bock, warum haben Sie Sarah vergrault? Da sieht man das ganze Spektrum. Wie wollen Sie denn damit umgehen, wenn Sie es der einen oder anderen Seite nicht recht machen können? Ich bin der Meinung, dass es notwendig ist, dass Menschen, die Abgeordnete für die Linke sind, linke Forderungen, linke Positionen nach außen vertreten und natürlich auch für die Mitgliedschaft ein Stück weit sprechen. Und das ist natürlich auch die Anforderung, die wir haben an linke Abgeordnete. Sarah Wagenknecht hat von sich aus gesagt, sie möchte nicht mehr für die Linke kandidieren und sieht ihre Zukunft nicht in dieser Partei. Das müssen wir respektieren und das respektieren wir auch. Mhm. Aber klar ist auch, dass wir nicht zulassen können, dass permanent auch die Partei öffentlich angegriffen wird. Iris fragt per Mail, fänden Sie es aber nicht eigentlich gut, wenn eine Wagenknecht-Partei vielleicht die AfD halbieren würde? Ich habe meine großen Zweifel, ob das so funktioniert. Und eine Partei zu gründen, das ist ja jetzt nicht gerade ein leichtes Unterfangen. Ich habe das erlebt, als wir erst die WASG gegründet haben, die Vorgängerpartei, einer beiden Vorgängerparteien der Linken und dann die Linke. Das ist ein jahrelanger Prozess, der viele Aktive braucht. Ich habe ein bisschen meine Zweifel, dass man einfach mal so eine Partei gründet. Ganz anderes Thema, Wohnungsnot. Sollten Wohnungsbauunternehmen verstaatlicht werden, auch wenn dadurch keine neuen Wohnungen entstehen würden, aber viel Geld ausgegeben würde?
ja, sie sollen verstaatlicht werden. In Berlin haben 59% der Berlinerinnen und Berliner gesagt, ja zur Enteignung der Immobilienkonzerne. Weil es, das Problem ist, es wird gesagt, es entsteht keine neue Wohnung. Aber wir müssen ja erstmal dafür sorgen, dass bezahlbarer Wohnraum nicht immer weiter vernichtet wird. Und das erleben wir eben, dass Immobiliengesellschaften Wohnungsbestände aufkaufen, die dann sehr teuer sanieren und damit die Mieten in die Höhe treiben. Also wer bezahlbaren Wohnraum schaffen will, der muss natürlich auch dafür sorgen, dass er erhalten wird und nicht immer mehr sozialbarer Wohnraum vernichtet wird, weil die Wohnungen, die sich Menschen heute nicht mehr leisten können in Innenstädten, die sind ja nicht weg. Mhm. Die Wohnungen sind immer noch da, die sind halt nur einfach viel zu teuer. Von daher, ja, Wohnungen ist zu wichtig, um es dem Markt zu überlassen, und Wohnungen sind ein Zuhause für Menschen, kein Renditeobjekt. Frau Wissler, auch wir haben hier Schnellfragen, haben wir dann viele Fragen unterkriegen. Soll das Kindergeld zukünftig vom Einkommen der Eltern abhängen? In Teilen, also das Kindergeld selber wollen wir einkommensunabhängig machen, den Zuschlag vom Einkommen abhängig. Sollte man im Notfall die FDP wählen, wenn die AfD anders nicht verhindert werden kann? Klammer auf, das ist wahrscheinlich der Hintergrund dieser Frage. Herr Lindner hatte ja gesagt, man soll zur Not die Linke wählen, um die AfD zu verhindern. Für uns ist klar, das war auch in Sonneberg so, da haben wir zur Wahl das CDU-Kandidaten aufgerufen mit wenig Freude, um das auch deutlich zu machen, um einen AfD-Kandidaten zu verhindern. Wir haben keine politischen Gemeinsamkeiten, aber ja. Mit wem würden Sie lieber eine Koalition eingehen? Mit Sarah Wagenknecht oder Christian Lindner? Oh Gott, also mit Christian Lindner möchte ich definitiv keine Koalition eingehen. Und mit Sarah Wagenknecht bin ich in der gleichen Partei, da spekuliere ich jetzt nicht über Koalition. Ab welchem Bruttoeinkommen ist man für Sie reich? Naja, da gibt es ja relativ klare Positionen, also relativ klare Definitionen. Was wir sagen in unserem Steuerkonzept, wollen wir alle Menschen, die unter 6.500 Euro brutto pro Monat verdienen, als Alleinstehender entlasten, alle drüber belasten. Das heißt also, einen Spitzensteuersatz wollen wir dann aber erst deutlich weiter oben ansetzen lassen. Aber da. Und wo? Den Spitzensteuersatz wollen wir ab 80.000 Euro Jahresgehalt. Und ansonsten wollen wir natürlich auch gerne eine Vermögenssteuer wieder erheben. Und sollte sich da jemand der Zuschauer Sorgen machen, kann ich Sie beruhigen, die erste Million ist frei. Die allermeisten Menschen haben diese erste Million erst gar nicht, erst das darüber liegende Einkommen mit 1%. Sitzen im Bundestag zu viele Akademiker? Ja, der Bundestag spiegelt nicht die gesellschaftliche Zusammensetzung wider. Das ist vollkommen klar, ja. Also weder was die Frage von Geschlechterverteilung angeht, noch was die Berufe angeht, noch was den sozialen Status angeht. War die DDR ein Unrechtsstaat? Ich tue mich mit dem Begriff schwer, weil den Fritz Bauer gebraucht hat für die NS-Zeit. Also ich würde sagen, die DDR war nicht demokratisch, es gab dort eine Menge Unrecht. Und ich bin froh, dass die Mauer gefallen ist. Und dass die Menschen sich auch dagegen. Es gab eine Menge Unrecht, aber es ist kein Unrechtsstaat. Wie gesagt, ich tue mich damit deshalb schwer, weil es eben die Begrifflichkeit ist für den NS-Staat. Und ich finde es falsch, da eine Gleichsetzung vorzunehmen. Gregor Gysi hat in der aktuellen Legislaturperiode rund 250.000 mit Nebeneinkünften verdient, unter anderem mit Vorträgen bei Immobilienkonzernen. Steht das für linke Sozialpolitik? Ja, am Ende muss er selbst entscheiden, wo er auftritt und was er tut. Wichtig ist natürlich, dass die Arbeit als Abgeordneter darunter nicht leidet. Und er nimmt ja teil an den namentlichen Abstimmungen, er nimmt teil an den Sitzungen, soweit ich das sehe. Aber ich sage mal so, für mich gilt, ich habe keine Nebentätigkeiten und keine Nebeneinkünfte und halte das auch für sauberer. Sie machen gerne Bergtouren. Mit wem aus Ihrer Partei würden Sie denn die Alpen überqueren? Oh, ich war schon sogar mit Leuten aus meiner Partei auch durchaus schon wandern. Also mit Ihrem Co-Parteivorsitzenden? Sofort. Mit Martin Schirdewan würde ich sofort über die Alpen laufen. Über jeden Berg. Wunderbar. Ja, wir schaffen es über jeden Berg, genau. Und auf den Gipfel gemeinsam. Werner Weitweg sagt, angenommen, wir treten wirklich aus der NATO aus, wie die Linke das ja schon lange fordert. Wer beschützt denn Deutschland dann im Falle eines Angriffs? Ja, wie gesagt, wir fordern nicht den Austritt aus der NATO, sondern wir wollen die NATO überwinden zugunsten eines internationalen, wirklich kollektiven Sicherheitsbündnisses. Also wir fordern jetzt nicht, dass die Deutschland einfach so aus der NATO austritt. Aber wichtig ist doch, dass es keine Sicherheit gibt in einer immer stärker aufgerüsteten Welt. Wir wollen ein neues Wettrüsten verhindern. Wir wollen Atomwaffen vom Planeten tilgen. Das würde wirklich mehr Sicherheit bringen. Und die NATO hat leider in der Vergangenheit auch völkerrechtswidrige Kriege geführt, hat Länder überfallen und ist damit auch für Verbrechen verantwortlich. Also Sie reden in Ihrem Parteitagsbeschluss über eine Vision, nicht über die NATO
steht ja im ist uns völlig bewusst, dass wir nicht alles, was wir als Linke fordern, von heute auf morgen umsetzen können. Ich finde nur, dass man sich alleine vor Augen hält, dass eben ein Staat wie die Türkei Mitglied der NATO ist, die ja auch völkerrechtswidrig Länder bombardiert haben, die die Opposition unterdrücken. Ich finde, das zeigt ja auch, dass da mit zweierlei Maß gemessen wird. Und das ist ein Problem. So, jetzt haben wir noch ein paar andere Themen. Wir kommen in die Schlusskurve. Das ist unter Sonstiges. Das heißt, das geht noch mal so ein bisschen hin und her. Niklas Ebs sagt, sollte die Mindestlohnkommission aufgelöst werden? Sie sollte nicht aufgelöst werden, aber ich finde es schon ein riesiges Problem, was wir gerade erlebt haben, dass wir eine Erhöhung um 41 Cent erleben, die Gewerkschaftsvertreterinnen und Vertreter dagegen stimmen und die Arbeitgeber das durchsetzen. Und da finde ich, muss man schon noch mal über Zusammenarbeit und Arbeitsweise diskutieren. Wir sind der Meinung, man sollte den Mindestlohn jetzt sofort auf 14 Euro erhöhen, weil niemand kann bei diesen Preisen für unter 14 Euro die Stunde arbeiten und davon leben. Deswegen deutliche Erhöhung und man muss aber auch über die Arbeitsweise reden. Nur kurze Nachfrage von mir. Sollte es denn dabei bleiben, dass der Mindestlohn nicht politisch festgelegt wird? Oder sagen Sie, nee, eigentlich wird er politisch festgelegt und dann braucht man die Kommission nicht mehr? Naja, jetzt gerade wurde er ja politisch quasi festgelegt mit der Erhöhung auf 12 Euro. Das und Sie wollen ja noch mehr jetzt, ne? Ja, wir halten das auch in einer solchen Situation, wo wirklich die steigenden Preise, die steigenden Mieten, die Gehälter auffressen, für dringend notwendig, hier die Beschäftigten zu schützen. Ich will aber auch sagen, der Mindestlohn ist am Ende nur eine Krücke. Was wir natürlich brauchen, ist eine Tarifbindung, die gerade im Osten enorm abgenommen hat, aber auch im Westen. Wir brauchen Tarifverträge, wir brauchen starke Gewerkschaften und da kann die Bundesregierung auch was tun, indem sie endlich ein vernünftiges Vergabegesetz verabschiedet, wo deutlich gemacht wird, welches Unternehmen nicht nach Tarif bezahlt, kriegt keine öffentlichen Aufträge, weil man Tarifflucht nicht mit öffentlichen Aufgaben noch mit öffentlichen Aufträgen belohnt. Kindergrundsicherung. Die Regierung streitet. Finanzminister Lindner sagt, es gibt nicht mehr als ungefähr 2 Milliarden als Platzhalter im Moment. Die Familienministerin hatte mal eine sehr hohe Summe angesetzt, ist jetzt runter auf ungefähr 7 Milliarden. Was würde die Linke denken, müsste eine wirkliche Kindergrundsicherung beinhalten? Also beinhalten müsste es aus unserer Sicht 4 Säulen. Das eine ist ein Kindergeld von 328 Euro für alle Kinder. Das zweite ist, dass wir einen einkommensabhängigen Kinderzuschlag brauchen, je nach Alter fürs Kindes von bis zu 353 Euro. Und dann brauchen wir noch eine dritte Säule für besondere Bedarfe von Kindern. Also ich sag mal Schulanfang zum Beispiel, Ausflüge und eine vierte Säule auch für die Heiz- und Wohnkosten, die kinderspezifisch sind. Und wo käme man dann, bei welcher Summe? Bräuchte also man? Ich das glaube, das, was die Familienministerin Paus anfangs beziffert hat, was waren 12 Milliarden, ich glaube, das ist die absolute untere Grenze, wo man wirklich was gegen Kinderarmut machen kann. Die Sozialverbände gehen ja eher davon aus, dass es Richtung 20 Milliarden geht. Aber ganz ehrlich, wer 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr macht, für den dürfen auch 20 Milliarden zur Bekämpfung der Kinderarmut nicht zu viel sein. So viel Geld müssen wir haben in diesem reichen Land, haben wir auch. Muss man halt eine Übergewinnsteuer einführen und die hohen Einkommen und die hohen, wirklich hohen Vermögen und Gewinne in diesem Land vernünftig besteuern. Noch kurz als Nachfrage, eine Frage von mir. Es geht ja immer, wie viel Geld haben wir? Würde für die Linke irgendeine Schuldenbremse gelten oder würden die Linken, wenn sie an der Regierung wären, ungebremst Schulden machen? Ich finde, es gibt einen wichtigen Unterschied, um welche Ausgabe es sich handelt. Also ja, ich bin der Meinung, dass laufende Ausgaben eines Staates nicht permanent über Schulden finanziert werden sollten, nicht permanent über Kredite. Das kann man in Notsituationen machen, aber der Staat muss dafür sorgen, dass seine Steuereinnahmen ausreichen, um Pflegekräfte, um Lehrkräfte und so weiter zu bezahlen und seinen Aufgaben nachzukommen. Bei Investitionen sehe ich das explizit anders. Der Staat muss die Möglichkeit haben, Kredite aufzunehmen, um Investitionen zu tätigen. Das ist in der Privatwirtschaft völlig selbstverständlich. Das macht jeder so. Also man spart ja auch nicht, bis man 80 ist und kauft sich ein Haus, sondern man kauft sich das Haus, wenn man sich überhaupt eins kaufen kann, mit 40 und dann zahlt man es bis zur Rente ab. Also von daher würden wir sagen, ja, Kreditaufnahme vor allem für investive Aufgaben und alles, was an laufenden Ausgaben anfällt, dafür wollen wir eine vernünftige Steuerpolitik. Gut, dann hat Klaus Drähne sozusagen die Schlussfrage, denn auch hier sind wir dann langsam durch mit unserer Zeit. Und der fragt, Klaus Drähne fragt, warum realisieren Sie nicht, dass weder Sozialismus noch Kommunismus jemals etwas Gutes auf Dauer gebracht haben?
Moment realisiere ich erstmal, dass der Kapitalismus unser aller Leben gefährdet. Also der Planet brennt im wahrsten Sinne des Wortes. Der Klimawandel schreitet voran. Der Kapitalismus ist nicht in der Lage, Verreichtum gerecht, auch nur annähernd gerecht zu verteilen. Also auf der einen Seite gibt es einen Überfluss, auf der anderen Seite sterben Kinder wegen Hunger. Und ich bin der Meinung, wir brauchen eine Wirtschaft, die sich an den Interessen der Menschen, an den Bedürfnissen der Menschen orientiert und nicht profitgesteuert ist. Wir erleben das gerade in den Krankenhäusern. Wir erleben das in anderen Bereichen, wo Profit über dem Wohl der Beschäftigten, der Patientinnen und Patienten steht. Und deswegen bin ich der Meinung, es ist dringend notwendig, über gesellschaftliche Alternativen zu diskutieren, darüber nachzudenken, wie können wir Wirtschaft demokratisieren, wie können wir sie an den Bedürfnissen der Menschen, am Gemeinwohl ausrichten. Und das ist der Kapitalismus leider nicht in der Lage. Frau Wissler, das war ein großer Bogen. Zum Ende nochmal. Über einige dieser Stellschrauben haben wir dank vieler User-Fragen und Userinnen-Fragen gesprochen. Danke, dass Sie da mitgemacht haben. Und wir haben schon gesagt, es wird ein arbeitsreicher Sommer wahrscheinlich. Mit Blick auf Comeback der Linken, was Sie angekündigt haben. Und mit Blick natürlich auf die Landtagswahlen in Hessen Anfang Oktober. Danke und danke fürs Interesse. Und das war unser Frag selbst mit Janine Wissler, der Co-Parteivorsitzenden von der Linken.